Ey, Safri, wir haben ein Riesenproblem. Warten. Dein Mikrofon ist nie an. Sehr schön, dass. Ja, das ist doch tatsächlich nicht an, nicht an. Jetzt ist es an. Jetzt ist es an. Also, wir entschuldigen uns bei euch für den geilen Ton am Anfang. Jetzt ist der Ton besser. Sollen wir dazu entweder der Serviervorschlag von der Jack? Das war so dick. Mir ist ja früher mal eine Schildkröte zugelaufen. Ich bin ja auch Felder ursprünglich. Schildkröte zugelaufen? Ohne Scheiß. Ich hab ja im Wald gewohnt. Wem läuft denn eine Schildkröte? Ich hab im Wald gewohnt. Herzlich willkommen beim eurem Lieblingspodcast. Klären wir später mit meinem Edson, Safrio, Hank und Offa B. Was kriegst du? Was war denn gerade für ein Furzgeräusch? Ja, ne? Komisch. Das ist immer nur beim ersten Mal. Ja, lass uns doch losrennen. Ja, gut. Dann herzlich willkommen zur neuen Folge. Klären wir später. Was? Grüßt euch, hat gesagt. Achso. Dachchen. Hallo. Auch du da draußen bist gemeint. Ja, klassischerweise so wie immer, wenn das beginnt, schütteln wir uns die Hände. Ich bin feucht. Na, warte dann erstmal hier. Grüßt euch. Ja? Dachchen. Na, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, also wir sind hier wieder zusammengekommen, um wichtige Themen des Lebens zu besprechen und Sachen zu klären. Atze Offa B hier zu meiner Rechten, Atze Safri O zu meiner Linken, Linken. Und ich, Hank One. Zu welcher Hand bist du zu dir selbst? Mittig. Mittig. Ich bin in meiner mittleren Hand. Hast du so Mitte gefunden? Genau. Heute ist ja ein glorreicher Tag, weil ich mich ja mal vorbereiten musste. Ach so. Und hab so ein bisschen. Genau, und ich würde sagen, da können wir auch direkt schon drin starten. Ich habe so von aus jedem Dorf einen Köter quasi, Everyday Hero habe ich mir was überlegt, entweder oder habe ich mir was überlegt. Und auch so habe ich Fragen, die mich interessieren und die ganze Welt bewegen. Heißt das, die kein eigenes Format überlegt? Na, das sind Fragen, die die Welt bewegen. Das ist mein Fragen, die die Welt bewegen. Okay. Genau. Okay. So. Bin sehr gespannt auf jeden Fall. Hype as fuck. Genau. Also bei der ersten Frage wäre, wir haben ja 5 Sinne, richtig? Und auf welchen Sinn könntet ihr verzichten? Also ich muss erst mal zusammenfassen. Ja, ich wollte gerade sagen. Also, hören, sehen, schmecken, fühlen. Riechen. Aber das Schmecken, Riechen hängt ja zusammen. Was eigentlich. Was wäre dann dein Fünfter? Leichen sehen. Leichen sehen. Tote Menschen. Kennst du nicht? Ich sehe die. Ja, auf den könnte ich dann verzichten. Aber es ist Sixth Sense. Also es gibt 5 Sinne. Ja, dann ist es schon die 5. Ja, wahrscheinlich. Das wäre jetzt peinlich, wenn wir irgendwas vergessen haben. Ja. Wenn ihr mehr Sinne habt, schreibt es in die Kommentare. Genau. Also auf welchen Sinn? Also Kicken ist schon mal richtig kacke. Also wenn man, da muss man, das muss man schon haben. Kicken und Hören, das Kicken sind die wichtigsten, glaube ich. Ja. Kicken und Hören, ohne Kicken und Hören kannst du nicht mal kicken oder hören. Riechen, ich sag sofort riechen, weil das eh in den meisten Situationen, wo man was riecht und das richtig bewusst wahrnimmt, ist das eigentlich was räuchert. Aber nee, doch, riechen ist auch ganz wichtig für Erinnerungsvermögen und all so ein Scheiß. Echt, ja? Ja, ja. Also die Sache ist, wenn man ja nicht riechen kann oder wenn das stark kaputt ist, schmeckt man eigentlich genau, nicht. Deswegen das kommt dazu. Das ist schon die Koppel. Ich schmecke ja. Ja, siehst du, also scheint das dazu funktionieren, du riechst vernünftig. Ja, ich rieche schon, nur nicht. Gut. nicht detailliert. Ja. Aber riechen jetzt, stell dir vor, so, du riechst keine Blumen mehr, okay, vielleicht magst du ja Blumen nicht, aber es gibt eine Pflanzenart, eine Blume, die du gerne riechst und ja, dann riechst du die auch nicht mehr oder du würdest deine Freundin nicht mehr riechen können. Wenn Plätzchen im Ofen sind oder keine Ahnung. Aber komm, jetzt zeig 30 Jahre gerochen, du reichen du fährst beim Dönermann vorbei und da kommt das schön. Das alte Fett nochmal schön vorbei. Ja, schön fritösen Fettgeruch. Willst du da wirklich drauf verzichten? Oder hier, oder Herbst, glaube, wenn es regnet, das riecht doch alles. Das ist schon geil, riechen ist schon riechen geil. Riechen ist doch, ich, jetzt sag ich mal so, der akut lebensnotwendigste Sinn. Weil wenn du jetzt nicht mehr riechen kannst, kann auch echt gefährlich werden. Ja, 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 und wenn also Gas nicht irgendwo aus... Ist das vielleicht so gefährlich? Aber, nicht hören hoch? Ja, aber ich glaube, riechen ist schon nochmal anders gefährlich. Also das hat alles seine Vor- und Nachteile. Wie ist denn, wenn ich jetzt nicht mehr fühlen kann? Ist dann nur an den Händen oder... Nee, insgesamt kein Gefühl mehr. Oh, das geht nicht. Oh, nee, nicht aus Gründen. Aus Gründen, ja. Das geht nicht. Ich bleib trotzdem bei Riechen. Hören ist geil, Kicken ist geil, Schmecken ist geil. Also ist dann eingeschränkt geil, aber Tasten ist immer noch geil. Oder Fühlen ist auch geil. Fühlen ist super geil. Ich bleib bei Riechen.
Wahrscheinlich ist Riechen. Moment, ich muss mal kurz einen Popel hochballern, nicht, dass ich die ganze Zeit. Das ist wieder super auf jeden Fall. Wo ist der jetzt? Der ist schon jetzt hier, den Schluck jetzt gleich runter. Ich lenk kurz ab davon, mach ich jetzt. Hallo, ich trinke. Ja, das, ich hab halt geschluckt, das ist ja doch so geändert. Also, ja, fühlen ist schon auch sehr wichtig, Ludwig. Auch generell, du hast ja nicht mehr, also wenn du nicht mehr fühlst, dann fühlst du ja nicht mehr, dass du was in der Hand hast. Ja, und ja, also du würdest also nicht fühlen, wenn dir kalt, mehr, warm, wie viel Druck du auch ausübst und gar nichts. Also du, das wäre, das, ich hatte zuallererst, hatte ich fühlen so, brauche ich am wenigsten, aber desto mehr man drüber nachdenkt, umso wichtiger. Stell dir mal vor, du drehst ein Gibbet ohne fühlen. Das geht gar nicht mehr. Ja, aber selbst beim Kochen, so schnell ist dir in der Hand, fühlst du ja nicht. Aber beim Riechen riechst du Gras nicht mehr, Alter. Apropos, also das ist tatsächlich so, da gab es doch mal hier aus der Umgebung den einen Atzen, der keinen Schmerz empfunden hat und in so ein Rolltor geraten ist und dort einfach am Anfang nicht gepeilt hat, dass sein Arm schon mal weggewickelt ist. Und dann hat er das erst gemerkt, als er den Boden, also vom Boden verlassen abgehoben hat. Ja. Ja, das ist so richtig krass schwer verletzt aus der Nummer rausgekommen, ja, weil glaube, es halt keine Schmerzen hat. Ja, wenn das ist du tierisch schmerzt, gefährlich, Alter. wenn du nicht schmerkst, ist tierisch gefährlich. Ja, aber deswegen ja auch bei Riechenlogik letztendlich. Okay. Welcher Sinn, wenn man sagt ja, weiß ich, wenn du erblindest, schärfen sich die anderen Sinne. Welcher Sinn wäre für euch, der sich extrem schärfen sollte, könnte, müsste, dürfte? Auf jeden Fall nicht riechen. Wäre geil, wenn es schmecken wäre, dann ist es wieder ausgeglichen. Ja. Aber jetzt unabhängig von dem, der andere Sinn ist wieder da, den wir vorher weggenommen haben. Nee. Oder? Nee, der wäre schon weg dann. Ah, okay. Ist ja, um ausgleichend auszugleichen. Obwohl es schmecken? Ja, keine Ahnung, dann halt nehme ich das, was kommt. Nee, man hören. Stell dir mal vor, du hörst wie ein Hund oder so alles, Alter. Oh, nee. Hörst du die Nachbarn drei Wohnungen weiter noch, Alter. Aber ist ja eigentlich auch cool. Aber immer. Naja, du kannst dich abstellen. Ja, im Prinzip sind wir ja auch so, dass wir ganz viel wahrnehmen, aber unser Gehirn ganz viel filtert. Also wir hören ja auch ganz viel. Und wenn man den Gehirn hat. Ja, vorausgesetzt. Ich glaube, sehen ist da cooler. Also ich kann schon extrem gut sehen, aber noch besser sehen wäre nicht schlimmer, quasi besser hören wäre schlimmer, weil wie gesagt, du kannst, auch wenn du sagst, du hast den Filter, aber du weißt, wie das ist, wenn du in einem Zimmer schläfst, wo der Kühlschrank läuft, den kannst du nicht abschalten, wenn du einschlafen, also geht nicht. Oder so jemand spricht, kennt ihr das, jemand spricht mit dir und nebenan sprechen auch zwei und du hörst nur den zu, weil die irgendwas Bescheuertes bereden oder irgendwas. Ey, das habe ich immer. Besonders, wenn ich mitkriege bei irgendwelchen Gesprächen auf Partys und weiß ich was. Und eigentlich interessiert mich das Gespräch, was ich gerade führe, überhaupt nicht. Mich interessiert alles andere drumherum und ich muss mich richtig zusammenreißen. Kennst du das auch, wenn du so mal ja sagen. Richtig, ja, ne, aber kennst du das, wenn du so abschweifst und dann irgendwann mitkriegst, scheiße, ich bin ja nicht mehr im Thema, ich weiß ja nicht, worum es geht. Und du wartest, bis irgendwas kommt, wo du weißt, ah ja, das stimmt, darum ging das. Ja, das ist mir recht realistisch auf jeden Fall. Richtig. Ich kann aber auch gelernt, damit umzugehen. Entweder wenn ich merke, mir selber passiert das beim Reden, oder mir passiert ja doch ganz oft, dass ich dem anderen nicht mehr zuhöre und dann auf einmal merke, ach, du hörst dem ja nicht mehr zu und dann, ach, wo war er denn jetzt oder sowas? Genau. Das habe ich sehr häufig, ja. So ähnlich war das bei unserem letzten Auftritt bei mir auf der Bühne. Ja. Die Texte waren gelernt, deswegen habe ich den runtergerappt und dann erst, als der Song vorbei war, war so, ah, ja, schon, wir sind ja auf der Bühne, jetzt müsste man ja eigentlich mal was sagen, sonst ist die Pause kacke, Alter. Ja, ja, ja. Das war ein bisschen komisch gewesen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, sehen. Du würdest gerne besser sehen können. Ich dachte, aber du würdest besser hören können. Ja, ich höre schlecht, aber diese besser hören können, wie gesagt, das hat zu viele Nachteile, glaube ich. Aber besser sehen heißt auch alles Hässliche besser sehen. Ja, aber weiß ich nicht, ich fände es cool, wenn ich jetzt mir so eine Fliege, die da sitzt und dann übelst ranzoomen könnte und die... Ob er gleich mit Zoom und allem. Und Fliegen will er ranzoomen, Alter. Ja, ja, oder keine Ahnung, irgendwas Kleines so... Was man sonst nur mit einer Lupe. Ich verstehe schon warum. Ja, das ist der Grund. Ja, okay. Und du? Ja. Ich bleib dabei, ich nehme nicht, wie es kommt. Wie du nimmst, ja, aber der ist nicht. Und dann hast du auf einmal Fühlen, Alter, und dann. Fühlen ist doch ein bisschen. Das fand er geil, das wollte er ja auch nicht auf jeden Fall. Ja, aber dann musst du schon beim Abschütteln, ist dann vorbei, Alter. Ja, ne?
Wäre auch irgendwie cool. Wäre auch cool. Wo viele Highlights du denn am Tag hättest. Ja, das muss mal Rallye kommen und direkt. Aber egal, Alter. Du fasst einer an und du hast sofort. Das ist ganz dolle, denn es ist ja halt alles. Schmerzen werden auch Schmerzen. Ja. Alle ja. Schmerzen werden viel, viel krasser, genau. Oh, ja. Und wenn dich einer kitzelt, Alter. Hui. Ja, basically, dann nehme ich. Dann nehme ich hören, weil. Ja, doch. Ja, wir hören das auch zu. Übelst die Nachteile. Hören, die hören das. Was hat man denn noch? Schmecken ist noch übrig? Ja, schmecken. Krasser schmecken. Hm. Ja, du würdest differenzierter schmecken. Könntest halt einzeln rausschmecken, was für ein Scheiß. Und das erinnert mich ein bisschen daran, als ich Corona hatte, wollte ich so, oder habe ich so eine Woche nicht gerucht. Und dann mein ersten Gibbet dachte ich mir so, oh, endlich wieder mal ihn rochen. Alter, das hat so kacke geschmeckt. Der hat so kacke geschmeckt. Und dann saß ich wirklich zu Hause und dachte so, Kacke, jetzt muss ich das sein lassen. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich direkt ins Zweiten gedreht und dachte mir so, erst mal kicken, ob das wirklich so ist. Bei den hier hoch war es schon ein bisschen besser, musste ich ehrlich. Also habe ich mir selber schön geredet. Und dann irgendwann warst du wieder drin. Und ich glaube, das wäre dann, wenn dann wirklich so richtig krass schmecken könnte, dann würde die Ruch ein Kind Spaß machen. Weil das ist schon. Ja, ja, ist ja eigentlich nur. Ja, eigentlich. Also es ist halt atmen mit Geschmack, aber der Geschmack ist halt, den redet man sich schon schöner, als er eigentlich ist wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ich nehme auf keinen Fall schmecken, dann muss ich mir da nicht rantasten, das ist noch nicht so weit. Ich nehme hören, ich bleib bei hören. Hören ist super. Jo. Aber was willst du denn da hören? Das ist mein Frühwarnsystem im Wald, wann ein Bär kommt. Guck mal, jetzt zum Beispiel diese Trippeln hier hinter mir. Weil das Wald draußen regnet, ja. Das, wenn du jetzt besser hören würdest, dann würde das so laut für dich sein. Warum ist es denn dann gleich lauter, nur weil ich besser höre? Weil lauter immer besser ist. Ja, genau. Kennst du doch. Ja, genau. Du bist doch Musiker, da bist du doch lauter, ist immer besser. Ja. Ja. Deswegen, ja, aber ich, wenn du besser hören willst. Ich nehme das. Gut, was nennst du denn? Ist eingebassert, ich stell nur die Fragen. Nee, was jetzt nochmal? Ich glaube, ich würde auch besser hören wollen, das fände ich, glaube ich, gut. Und was, ja, bei dir halt auch beruflich kann? Quasi. Ja, 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 genau. Nur bei ihm. Bei uns ist es ja egal. Ich muss nicht besser hören können. Ja, stimmt. Ja, ja. Ich kann nur laut machen. Deswegen ist ja auch immer, wenn wir die Master in eine Box legen und du sagst so, ich weiß nicht, so kein Unterschied mehr. Ja, genau. Ja, aber, ja, wenn du besser hören könntest. Dann würde ich dann einen Unterschied hören, ja. Naja, klar. Du könntest aber auch mal fundierte Meinungen abgeben. Siehst du? Ja, aber das wäre anstrengend. Ja, ist abgehakt. Klär mal später. Richtig. Klär mal später. Würde ich auch sagen. Die nächste Frage, die ich für euch habe, vorbereitet in jahrelanger. Das ist ja so Fragen stellen jetzt. Ja, ein Interview. Ja, das ist interviewmäßig. An welcher Stelle eures Lebens habt ihr so autistische Züge? Wo merkt ihr selber, da habt ihr quasi eine Macke? Ich weiß ja, dass ich eine Macke mit Kabeln habe. Selbst wenn ich das nur bei anderen sehe, kriege ich eine Macke. Und mit so. Selbstgespräche. Ja, aber das ist ja nicht so autistisch, sondern so, wo weiß ich, da, an ich dieser Stelle muss es so. Aber kannst du erstmal du. Ich habe auf jeden Fall so Sachen müssen an dem Ort liegen, wo sie hingehören. Und wenn die da nicht liegen, finde ich jetzt schrecklich. Weiß ich nicht, Schere in der Küche, weil sie noch in der WG gelebt hat, wenn die Schere da nicht war, wo die hingehört, dann. Oh. Bist du so ausgerastet? Ich hasse das. Innerlich, ja. Das ist doch so dumm. Wo willst du denn dann suchen? Weil da ist doch der Platz, da hört wieder hin. Wo soll ich denn jetzt suchen? Die wollten nirgends woanders hin. Genau so. Also, das ist für mich schrecklich. Oder auch Schlüssel. Ja. Ich hab feste Plätze, wo ich Sachen hinlege. Jetzt zeigt eine neue Wohnung, dann muss ich die mir erst suchen. Arbeiten. Die Plätze. Irgendwo am Sofa liegen. Doch, ich hab schon. Jetzt auf jeden Fall mein Handy habe ich die letzten Tage öfter mal gesucht. Ja. Weil mal da liegt, brauche ich noch feste Plätze für. Aber sowas wie Schlüssel oder so Sachen, die feste Plätze haben. Ich würde zum Beispiel auch durchdrehen, wenn ich jahrelang in der Küche wohnen würde und auf einmal einer die Schränke umräumen würde. Ich brauch so meine Automatismen. Kommt irgendjemand rein und räumt alles um. Ich habe in der WG lebt 15 Jahre, da ist das vorgekommen. Ja. Da ist das passiert. So, das sind so Sachen, ich kann mich dann da irgendwie mit arrangieren oder so, aber ich musste dann ein paar Sachen zurückräumen, weil ich nicht mit den kompletten umräumen will. Ja, ich nicht kleinkommen, Alter. Das war mir zu viel, Alter. Weil du hast ja dann irgendwann deine Routinen, diese Automatismen so, und wenn die unterbrochen werden, dann stört mich das. Ja. Das sind so meine, auf jeden Fall, Autismen, die autistische Züge oder was, wie man das auch immer nennen will. Ja, so heikel. Und ich bin Träumer. Ich träume viel. Das ist ja nicht so autistisch. Doch, das ist autistisch, einfach da sitzen und weg. Ja. Das ist schon autistisch.
Ja, ja, manchmal merkt man das bei dir, dass dann mitten im Gespräch du einen anderen Gespräch zuhörst. Was in deinem Kopf stattfindet. Ich hasse das richtig krass, wenn ich eine Mandarine abhelle und das halt nur so kleine Stücken abgehen. Also da könnte ich komplett durchrasten, Alter. Das ist wirklich, was mich innerlich so krass aggressiv macht. Und ich mache das wirklich immer so, dass das einmal komplett rum ein Teil ist. Und dann war das für mich eine gute Mandarine. Und wenn das auch nur einmal reißt, ist mir das eigentlich schon zu viel. Ich würde die am liebsten wegfeuern, Alter. Ja. Siehst du, bei mir ist Mandarine, wenn ich Mandarine schäle, ich komme damit klar, wenn es kleine Stücken sind. Aber regt mich auch auf. Aber ich muss diese weißen Pelzdinger ganz... Noch abmachen? Ja, richtig, aber richtig penibel, richtig... Genau. Dann pell mir mal meine Mandarinen, das würde gut finden. Ja, das esse ich schon gerne, aber die Arbeit mache ich mir dann doch nicht. Doch, doch, ich finde das dann geil. Und was ich richtig doll hasse. Ich finde das generell zu anstrengend, Mandarine essen. Wenn man. Ob sie dann einfach, isst du denn dann? Warte, wollte ich gerade sagen, was ist denn daran anstrengend? Das ist doch geil, ob es überhaupt das ist einfach. Nee, aber die Chance ist wirklich 50-50. Ob die wirklich jetzt einfach zu schälen ist oder nicht. Ja, das stimmt. Na, das kannst du aber mit, also nicht immer, aber mitunter. Ich habe einen Newton-Griff, was so Zeug angeht, ich merke das schon. Aber meistens sind die, das leichter, da merkst du sofort, ob die sich ja, ja, meistens ja, sind ja, die, die schwer zu schälen sind, die leckereren, weil die viel saftiger sind und fest und voll noch. Und die, die leicht zu schälen sind, sind manchmal schon trocken. Ja, 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 das stimmt. Schälen, ich dachte, was heißt pellen, Alter? Na, pellen tut man ein Ei. Na, was ist der Unterschied? Nee, halt Banane ist schälen, vielleicht alles, wenn es an einem Stück bleibt. Ja, also wenn du Schale die einzelnen ah, Stücken abreißt, dann kannst du pellen, Alter. Schälen ist cool. Pellen hasse ich nicht, Alter. Was ist denn der Unterschied zwischen pellen und schälen, Junge? Dann haben wir gerade geklärt, ein Stück ist schälen und pellen ist ein Stück. Okay. Und so kleinen Dingern. Okay, verstehe ich. Ja, ja, doch. Oder hast du dein Ei auch schon mal an einem Stück hier... Oh, wenn es schält, würde ich pelle meine Eier generell nicht. Und Eier kann man nicht schälen. Die isst du einfach so. Die hat zwar eine Schale, aber... Ja, sagen, was denn sonst nee, köpf die. Ah, okay, und dann auslöffeln. Und dann löffeln. Und übrigens mit Salz und Pfeffer. Das ist übrigens, glaube ich, überall in Deutschland anders, wie man Frühstücksei isst. Und jeder isst anders sein Frühstücksei. Ich habe schon alle gehört mit Maggi, mit Senf, mit nur mit Salz, Senf, nur Pfeffer, ja, ohne alles. Ja, ja, ja. Das würde mich mal interessieren. Ich würde gerne mal testen. Zum Beispiel Kaviar ist auch geil auf Eiern oder sowas. Ja, ja, das stimmt. Aber am geilsten finde ich einfach nur Salz und Pfeffer und das war's. Ja, bei mir ist immer mein Frühstücksei, ich mache meine Stulle, dafür extra Stulle, Butter ruf, Salz ruf, dann in so Streifen, geköpft, sozusagen, und dann immer diese Stullenstreifen ins Eigelb. Ja, es am liebsten, Eigelb muss oder eigentlich sein, nur weiche Eier, ah, ja, genau. Eigelb muss flüssig sein. Und dann darin geditscht und... Übrigens, wenn man das Ei, wenn ihr auf Stulle machen wollt, nicht so blöde, wenn das so quer liegt, ne, so schneiden, sondern längs schneiden, ja, dann hat man an jedem Stück Eigelb. Ja, so, aber wenn das so schräg... Ja, das ist mir auch schon wieder viel zu anstrengend, sowas. Ich muss das so machen, da ja, ich auch mal gehabt. Nee, aber Eier auf Brot ist viel zu einfach. Kannst du das sehen, wenn jemand anders... Ich würde das Ei nehmen, Brot nehmen und zusammendrücken. Das wäre bei mir, dann Eier auf Brot legen. Was, ein Ei so einfach? Dann gekochte Ei, auf. Genau, schälen und dann auflegen und dann zusammendrücken. Das ist ja derselbe Effekt, wie kleinschneiden. Das sind aber schon bei nächsten autistischen Dingen von ja, mir. Wenn ich eine Stulle belege selbst und der Käse steht über, dann muss ich das abmachen und lieber an eine andere Stelle auf dem Brot legen, wo das mehr Sinn macht. Echt jetzt? Also ich kann das fressen von der Tanke, wenn da, dann belegen das ja sowieso immer nur am Rand und alles hängt raus, weil ich das nicht verstehe. Schneidest du den Rand ab vom Toastbrot? Nee. Aber jetzt mal wieder dazu einfällt, der Serviervorschlag von der Jack. Das war so ding. Also, ja, wir machen ein Foto, wir machen noch ein Foto davon und blendet ein. Ja. Wir standen letztens an der Tanke. Für 2 € Brötchen. Und ja, was war das überhaupt? Hotdog? Salami-Brötchen. Ja, das war ein Salami-Brötchen. Das war einfach ein Brötchen mit 2 Scheiben Salami drauf und Krümeln daneben. Das war der Serviervorschlag. War herrlich, herrlich. Das war auf jeden Fall heiß. Beste Brötchen ever seen, Alter. Ja, dann hasse ich noch richtig krass, wenn ich mich ins Bett lege und die Decke stimmt irgendwie nicht. Ja, oh ja. Alter, da könnte ich durch. Ich mach 1-2 Mal ruhig, so, versuch das so ruhig zu lösen. Wenn das dann nicht klappt, Alter, dann fliegt die in alle Richtungen. Ich habe einen so einen Bettbezug, der ist so irgendwie 20 cm breiter als meine Decke. Oh, das ist richtig schlimm. Wenn das da drin nicht kommt, ja, und wenn das einmal verknotet. Oh, das kenne ich auch. Ich raste aus, ich raste aus. Dann sitzt du im Bett und rumpelst und wackelst und ich stehe immer auf, nehme die Decke irgendwie und ruppel die dann wieder ordentlich. Ich habe gelernt, im Liegen schaffst du das nicht zu entrumpeln. Du musst aufstehen. Aber, ja, der Tassig. Und dann habe ich noch eben damals einen richtig dummen Autismus-Scheiß selbst antrainiert, weil ich, keine Ahnung, früher dachte, dass es irgendwie lustig ist und habe immer 5-mal geklingt, bevor ich irgendwo reingegangen bin. Und das ist irgendwann so drin gewesen, ja, dass ich an jeder Tür 5-mal geklingt habe, bevor ich die aufgemacht habe. Wie bist du wieder losgeworden?
ich habe mir einfach eingestanden, dass er total bescheuert ist. Und habe es einfach sein lassen. Okay. Das ist so ein bisschen wie, wo du dir versucht hast, Alter abzugewöhnen, ja, und dann immer Alten gesagt, ja, hast. Ja, ja. Und so war das auch. Ich dachte am Anfang, ist ja lustig, klicke ich fünfmal. Und irgendwann war das so drin, bis ich dann gemerkt habe, Alter, was mache ich hier eigentlich? Das ist doch übelst bescheuert. Ja, dann habe ich damit aufgehört. So. Ich habe bestimmt noch mehr Sachen. Ich bin schon ein komischer Typ. Aber ich meine, so ein kleiner Autist steckt ja im Prinzip in jedem von uns. Ja, ne? Man hat so verschiedene, oder ja, jeder hat so andere Sachen, wo er... Ja, seine Prios halt, die ja, wichtig ja, ja, sind. So, richtig, genau, richtig. Also bei mir merke ich ganz klar Kabel-Scheiß. Und auch so, ich bin ja nicht so der ordentlichste Typ, aber es gibt so bestimmte Sachen, die müssen ordentlich strukturiert sortiert sein. Dann. Ja, auf jeden Fall hast du das nicht, dass die Sachen an dem Platz liegen müssen, wo sie hingehören, weil das hier ja... Ja, ja, nee, da wo sie liegen. Wo war denn eigentlich der härteste Platz, von wegen, weil du meintest, wo dein Handy liegt und alles muss immer liegen, der härteste Platz, wo das Handy mal lag? Also ich habe mein Handy auch mal einmal im Kühlschrank liegen lassen. Ihr sucht ihn über und dann... Ich habe neulich Pappmüll fertig gepackt, Alter. Und dann habe ich den so in den Flur gestellt und dann irgendwann, da muss eigentlich mein Telefon dann mit der Apple Watch probiert, das zu ordnen, ich hörte piept nicht, ich denke, was ist denn jetzt los, Alter? Und dann habe ich das wirklich mal kurz davor, mein Telefon wegzuschmeißen, weil ich das mit in den Pappmüll gelegt habe. Krass. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber wann? Ne, Automatismus sozusagen. Autopilot gefahren. Ja. Was los jetzt? Ich habe einmal, aber es ist schon ewig her, mein Handy im Zug liegen lassen. Da war ich aber sturzbetrunken und habe es wieder gekriegt. Oha. Das ist gut. Weil ich nie, ich hatte früher nie einen Code drin. Ja. Also jetzt gibt es ja hier Face-Bla-Bums. Ja, und aber früher hatte ich einfach, weil mir das zu anstrengend war, da immer irgendeinen Code einzuheben, hatte ich halt nie einen Code drin. Und dadurch hat der das gefunden hat, war voll lieb und nett und hat dann die letzte Nummer angerufen, die ich angerufen habe, was Ivo war, mit dem ich unterwegs war. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe auch schon mal mein Handy verloren und ich schicke dir das einfach zurück, hat so ja die Kosten übernommen. Ja, ja, krass. Na, ich meine mal, weißt du, so das Gerät ist ja eigentlich scheißegal, aber die Nummern und der ganze Datenscheiß, das ist eigentlich so. Das Gerät wäre mir wurscht. Ja, doch, manches. Ich habe, als ich in Hamburg war, habe ich ein iPhone 15 gefunden und habe halt erst so überlegt, ah, der, weil ich kenne halt keinen mehr, der crackt. So früher kannte man noch so Leute. Und dann bin ich auch ehrlich gewesen, habe das zur Rezeption gebracht im Hotel und habe gesagt, hier, und guck mal, das sind 1.500 €, Alter, das tut dann schon ein bisschen weh, Alter. Ja, perfekte Überleitung. Was war denn eure letzte bzw. die beste Tat, die ihr jemals begangen habt für euch, für die Allgemeinheit, für alles? Die beste, wie rankt man das denn? Keine Ahnung. Ich glaube, wo du dich vielleicht am besten gefühlt hast mit. Oder womit du immer einen Affen vor dem Mädchen machen kannst. Oder vor der Schwiegermütter. Ich war mal zu einem, wenn es um so was geht, vom Bundespräsidenten eingeladen zum Tag der Deutschen Einheit nach Hamburg und sollte geehrt werden für meine soziale Arbeit im Landkreis Märkisch-Oderland. Ja, da so das habe ich auf deinen Lebenslauf gelesen. Genau, und sollte da eine Urkunde, eine Medaille für kriegen, bin aber nicht hingefahren. Ach so, und trotzdem. Und das war deine beste Tat? Ich habe das, ja, die Urkunde habe ich trotzdem gekriegt. Ach so. Nur die Medaille. Nicht. Ich wollte nur nicht extra nach Hamburg fahren, um Johannes Rau die Hand zu schütteln, Alter. Ja, aber vielleicht wäre die Hand rau gewesen. Ja, wahrscheinlich. Oder glatt. Ja. Nee, aber das weiß ich nicht. Das wäre so was zum Posen. Ja. So eine gute Tat. Aber ansonsten. Und was hast du gemacht hier? Und so Workshops, das würden wir jetzt auch machen, nur damals ehrenamtlich. Ich habe meinen Hund über eine halbe Stunde nach Hause geführt und bin mit dem Auto neben dem Helfer gefahren, der so auf der Straße rumgehört in Paddock, in Eggersdorf. Ja. Den habe ich nach Hause gebracht. Das hat mir gut getan. Weiß ich nicht, jetzt nichts. Also wahrscheinlich ist aber auch oft so, also nicht, dass das jetzt blöde rüberkommt, aber es ist oft so, wenn man so eine Sachen aus Selbstverständlichkeit heraus macht, hat man die nicht so auf dem Schirm. Ja, ja. Jetzt so ein Typ, wer hat einmal neben mir spendet, dann würde ich das jetzt wissen, aber habe ich schon oft gemacht. Ich habe oft Gehweg Obdachlosen, die für mich wirklich obdachlos aussehen und nicht wie irgendwelche Battle-Mafia, Gehweg auch gerne mal was ab, so, oder irgendwie Geld oder irgendwas zu trinken, keine Ahnung, sowas mache ich schon oft. Nicht, aber nicht wie du schon selber sagst, das ist ja eine Wertigkeit, wie man das selber sieht. Bei bestimmten ich Sachen voll ist normal. Ich finde das zum Beispiel voll ja normal. Ich habe im 5. gewohnt im Wedding, meine Nachbarn waren übelst alt. Und wenn ich gesehen habe, die haben einkauft, dann habe ich immer den Einkauf hochgetragen. Egal, ob ich gerade auf dem Weg nach unten war oder egal, was gerade war. Wenn ich gesehen habe, die standen im Flur mit dem Einkauf, habe ich den hochgetragen. Ich habe denen auch gesagt, die sollen immer bitte immer klingeln. Wenn die einen Einkauf haben, dann komme ich runter und trage den hoch. Haben sie natürlich nie gemacht, weil sie sich zu stolz dafür waren, aber das finde ich zum Beispiel normal. Und ja, man, das sollte so sein, finde ich auch.
Finde ich auch. Nee, aber ich habe jetzt nichts, wo ich sage, damit muss ich mich jetzt unbedingt schmücken. Weil mir so sofort einfällt. Jetzt, was hast du denn so krasses gemacht? Also mein Dasein ist ja schon eine gute Tat. Ja, nee, weiß ich auch nicht. Ich glaube, bei mir sind auch ganz viele Sachen, wo ich sage, jo, mach ich. Also jetzt, das ist ja nicht groß, Atze Leroy, wo der sich da sein Sprunggelenk zerballert hat, dann war das ganz normal. Dann fährst du mit dem einkaufen, fährst ihn zum Arzt. Du bist eh immer der, wenn ihn er fragt, dann fährst du auch alle und jeden. Ja, ja, das ist bei mir eher andersrum, dass ich aufpassen muss, wie der Typ hier aus dem Haus, dass ich dann eher jemand braucht, der mir sagt, ey, nee, machst du nicht. Da war auch meine Freundin, die dann gesagt hat, nee, du hilfst mir. Du mir erzählen, aber nicht solange wir in dem Gebäude sind und die Chance besteht, dass das hier jemand sieht. Aber ey, wie der hier unten war, das muss man eigentlich auch mal erzählen. Ja, 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 das kommt alle doch. Wir haben. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Das ist, wie du schon gesagt hast, so, oder ihr beide gesagt habt, viele Sachen ist für mich, das macht man halt so und das mache ich halt so, da will ich auch nichts für haben. Ich sehe auch immer, weiß ich, hörst du ja hier Rap-Pädagogen oder weiß ich, die machen hier Workshops, Jugendarbeit, total toll, ja, und hast du nicht gesehen. Ich denke mir dann immer, ja cool, mache ich auch, aber ich muss das auch keinem erzählen, weil das für mich ist es so, hätte ich das damals gehabt, hätte ich das natürlich übelst gefeiert. Ich hatte die Möglichkeit nicht, aber jetzt habe ich die Möglichkeit, das anderen zu bieten. Ja. Deswegen kann ich es ja auch oft nicht verstehen, wenn da Heilopais dabei sind, die das nicht kapieren, ja, was ja für eine coole Möglichkeit da ist. So, ne? Ich meine, ich verstehe doch auch, dass andere das so nach außen tragen, weil das zeigt ja dann auch anderen Leuten wieder, oh, guck mal, der ist ein cooler Typ und ihr könnt auch so was tun für andere und so, das mache ich lieber in meinem Kreis und sowas sagt man ja auch. Wenn du die Welt verändern willst, dann mach das erstmal, räum erstmal dein Zimmer auf und dann geh zum Nachbarn und dann Grüße. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich in meinem Kreis noch nicht genug getan hätte, dass ich jetzt unbedingt das nach außen tragen muss, damit ich dem Typen, bis ich wohl in Deutschland, auch noch zeigen kann, ja, und cool sein kann und trotzdem höflich, freundlich zuvorkommt. Bei mir, weiß ich, was mir da einfällt, ist halt so quasi, weißt du, ohne dass ich es mir vornehmen muss, aber jeden Tag eine gute Tat und schon allein einfach da steht, einer will über die Straße, will einbiegen auf die Straße, wie auch immer. Und du hältst halt kurz an, weil was tut es mir weh? Ja. So, dann mach ich immer ist schon so ein bisschen immer näher, dass er doch, er merkt, er soll sich trotzdem beeilen, oder? Ja, naja, so, dass es halt einfach cool ist. Oder ich hatte, als ich meine Mutter in der Reha besucht habe, da war auch eine Frau und die kam mit den Parkscheinautomaten nicht klar. Da habe ich gesagt, soll sich keine Sorgen machen und habe halt für sie das Ticket bezahlt, waren 4 Euro, die wollten für 2 Stunden da parken. Ja, naja, aber das war in dem Moment, dachte ich mir, ja, scheiß da was drauf. Weil an anderer Stelle, das merke ich dann immer wieder, ne, Karma und so, das kommt wieder zurück. An anderer Stelle merkst du sofort, oh, so, dann könnte man sagen, Zufall, man könnte sagen, ja, das ist die Verbindung, wie auch immer. Ich habe es für mich so festgelegt, festgestellt, dass das funktioniert und ziehe das halt dann an der Stelle so durch. Und mir tut das nicht weh. So, und bei vielen Sachen, Alter, entschleunigt das Leben. Wenn du wartest, bis der da, bis die Oma über die Straße gekraucht ist, naja, dann soll sie doch machen. Ja. So, so, mir tut das alles nicht weh. Ja, ich finde es schön, dieses Wissen weitergeben an die nächste Generation oder so. Das macht mir sehr viel Spaß und Freude auf jeden Fall. Ist ja wie der Bildungsauftrag, den wir hier verfolgen. So, genau, wir irgendwie und auch diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben, an andere zu geben, mit den Räumlichkeiten, mit dem Studio und bla. Ich weiß noch, als wir jung waren, dann war das, was wir jetzt hier haben, das war so absurd, ja, ja, weit weg. Das war so unverständlich. So, und diese Möglichkeiten jetzt anderen zu bieten, hierher zu kommen, das aufzunehmen oder Beats und bla und Bums, das, was wir damals nicht hatten, das finde ich irgendwie cool und das finde ich auch wichtig irgendwie. Wir haben trotzdem nichts zu verschenken, also ich das mal nicht verschenken. Jeder meldet, nein, aber damals, diese Möglichkeit, die gab es einfach nie, nirgendwo, ja, egal. Du musstest, weiß ich nicht, in so ein Universal-Studio in Berlin fahren, um irgendwie sowas ansatzweise zu haben, ja, wie hier. Und jetzt ist das hier einfach da und das ist irgendwie geil. Ja, Mann. Safe. Ja, Mann. Die nächste Kategorie, eins davon war übrigens Everyday Hero. Ah, okay. Na, die gute Tat, ist ja klar. Ah, okay. Ne? Jetzt entweder oder, ich kenne die Antworten schon, ihr werdet denken, aber die anderen wissen das ja nicht. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, Suff oder Buff? Ich habe seit genau 12 Jahren und im Monat durch kein Alkohol mehr getrunken. Also, weed.
Ich trinke nur, wenn ich irgendwo mal feiern gehe. Nur wenn ich rauche. Nee, ich trinke nur, wenn ich feiern gehe. Und das mache ich fast nie. Und deswegen, da wäre mir das, obwohl, und da würde es mir fehlen wahrscheinlich. Weil so tanzen auf Alkohol ist schon cool, eigentlich. Ja. Aber ansonsten ist mir Alkohol... Du musst dich ja entscheiden, damit ist die Wahl ja eigentlich. Ja, ja, aber ansonsten ist Alkohol scheißegal, Alter. Also Alkohol interessiert mich nicht. Ja, ja. Ich habe übrigens festgestellt, von wegen Tanzen mit Alkohol cool, das funktioniert aber auch ohne. Das ist zum ja, Schluss... Ja, aber weniger cool. Naja, du musst dich anders drauf einstellen und einfach dann quasi dich in Trance tanzen, sozusagen. Also das geht schon auf jeden Fall klar. Ich hab, also früher, als ich noch gerne feiern gegangen bin, war das ganz oft so, dass Ecke mit ein paar Kumpels immer die ersten auf der Tanzfläche waren, weil wir nicht gesoffen haben und alle anderen erst dann 2 Stunden später nachkamen, weil sie erst in, in drin waren. Das fand ich immer so lächerlich, Alter. Und dann haben sie da übelst den Affen gemacht und vorher haben sich alle in Hose geschissen. Dass wir so, wie wenig Selbstsicherheit kann man besitzen? Wobei das ja auch bei dir dann wieder so ein bisschen zutrifft, weil du ja auch eher so ein introvertierter, relativ unsicherer Typ in solchen Situationen bist mit vielen Menschen. Und du tanzt natürlich schon gerne, aber ja, ich brauche schon denn so ein bisschen, muss ich mir die Sicherheit rantrinken, ja. Ja. Aber obwohl ich die gerne tanze, ja. Sei auch jedem, wenn er das nicht anders hinkriegt, gegönnt. Also das ist völlig in Ordnung. Ja gut, cool. Eine andere Entweder-Oder-Frage. Entweder Großstadt oder Ultradorf? Ultradorf mittlerweile. Ultradorf, schon immer. So Wald, am besten so Jans alleine und weit und breit ja keiner. Das wäre dann Einsiedler. Ja, ja, das wäre noch das Optimale. Das wäre das Ultradorf. Das wäre Ultradorf. Ja. Das dachte ich früher auch mal. Mittlerweile ist so, habe ich auch schon viele Storys gehört, wenn die denn so krass abgelegen wurden mit Einbrecherscheiß oder du fällst mal irgendwo um, tust dir was so. Das ist auch alles so. Ja, Einbrecherscheiß baust du Fallen, Alter. Du bist ein Einsiedler, Junge. Ja, geil. Okay. Die Grube, da sind schon Leute drin. So Grube mit Speeren und so. Hier, wie heißt denn das hier? Schlingenfallen und alle Pipapo, ja. Alter. Dann hängen die da in einem Grundstück rum so. Richtig cool. Ja, Mann, aber Dorf ist schon die tausendmal geiler. Tausendmal geiler. Mit Platz und du kannst hier 4, 5 Autos hinstellen, ein bisschen basteln und hast dein Feld mit vielen verschiedenen Pflanzen, nicht nur den expliziten. Ja, das wäre schon geil. Würde gefallen. Ein Tennisplatz. Ich bin auf jeden Fall auch Dorfi. Im Prinzip eigentlich wäre mir ja, weil ich so ein Drinnen-Typ bin. Ich bin am liebsten drinnen, selten draußen. Das ist ja aber auch, wenn du so wohnst, dann, dass da viel Land dabei ist. Und wenn du einen Garten hast und so. Ja, Garten, ja. Ist ein fließender Übergang. Ja. Dann ist du natürlich, draußen, natürlich, natürlich. Aber jetzt, wenn ich mir vorstelle, früher, wo das alte Studio war, das war schon alles ruhig und schnieke und cool. Ja. So. Aber da war ich auch am liebsten drinnen. Ich bin auf den Balkon gegangen und hab die Nossen rauszuheben, zu kicken und Natur, das war schon cool, aber drinnen war schon geiler. Aber ich merkte jedes Mal wieder, wenn ich nach Berlin fahre, dass das mir so anstrengend ist. Einfach viel zu viele Menschen. Nicht rausgehst, in der Wohnung sind nicht so viele Menschen in Berlin. Ja, aber trotzdem, du kannst nachts nicht das Fenster offen lassen, weil das einfach zu laut ist. Du hast ja immer Getümmel, Getammel, Getummel, Alter. Irgendein Scheiß. So viel Dreck und so viel Elend, ganz ehrlich. Ich finde, sobald sich so viel Schlechtes immer, Alter. Das ist schon nicht geil. Ja, Mann. Aber Weed ist deutlich günstiger. Deutlich, ja. Wahrscheinlich. Ey, Safri, wir haben ein Riesenproblem. Warten. Dein Mikrofon ist nie an. Sehr schön, das ist doch tatsächlich nicht an, nicht an. Jetzt ist es an. Jetzt ist es an. Die ganze Zeit schon nicht an? Dann haben wir da den Kameraton. Also, wir entschuldigen uns bei euch für den geilen Ton am Anfang. Jetzt ist der Ton besser. Denke ich mal. Geil, jetzt mal, jetzt mal ernsthaft hier. Wollte ich auch gerade sagen, wozu lichten diese Dinge da? Dabei, pass auf, hier, da ist das Ganze sehen. Am Anfang hat es einen Schnipsel gemacht, das war reingezoomt. Und da dachte ich, ja, da ist ja ein Ausschlag zu sehen. Geil. Ja, gut. Also, das wären so meine Fragen. Dann würde ich übergehen zum Thema, was irgendwie für mich im Kopf hat, das alles immer zusammengepasst. Nämlich, was ist Glück für euch? Was bedeutet Glück? Und glücklich sein und alles, was damit zusammenhängt. Ich glaube, in erster Linie ist Glück die Abwesenheit von Problemen. So wie Kälte die Abwesenheit von Wärme ist? Ja. Mhm. Kann ich nicht. Doch, wenn man keine Probleme hat, dann ist man, glaube ich, glücklich. Ich glaube, Probleme machst du dir aber auch selber an Stellen, wo du immer noch weiter voran willst. Ja, aber wenn die nicht wären, die Probleme, dann wärst du glücklich. Ich glaube nicht, dass du dann glücklich wärst, weil dann hast du ja nichts mehr zu tun, dann sitzt du dumm da. Also je nachdem, wie man Probleme definiert.
Also Probleme laut Definition, Aufgaben, die zu lösen sind, wäre, dann ist ja dein beruflicher Werdegang vorbei. Und das macht dich ja nicht unbedingt glücklich, wenn du jetzt nichts mehr zu tun hast. Und in dem Sinne, Probleme macht ja auch sehr glücklich, wenn du was löst. Denn wenn du irgendwas Probleme hast. Durch Sorgen. Ja. Probleme durch Sorgen. Hm? Also Abwesenheit von Sorgen. Ja, ja. Bei mir ist es auf jeden Fall, merke ich ganz klar, dass abends ins Bett gehen mit dem Gefühl, dass nächster Tag geil wird und man Bock hat, aufzustehen. Das ist meine Definition von einem glücklichen Leben, weil Sorgen, oh, geht mein Auto vielleicht kaputt und so, mit Besitz kommen ja auch immer mehr Sorgen und so, das würde ich da auch nicht mit drin rechnen. Und Probleme auch nicht, ich mag Probleme, weil die einen weiterbringen. Und im Moment, ich liebe mein Leben, Alter. Ich bin todesglücklich und ich habe sicherlich immer noch nicht genug Geld und immer noch nicht im Haus und immer noch nicht so ein paar Sachen, die ich einfach gerne hätte und wo ich denke, dass das auch mein Glück noch steigern würde. Aber ich bin unglaublich glücklich, seitdem wir uns hier mit selbstständig gemacht haben und ich jeden Tag Bock habe, hierher zu kommen und für uns unser Imperium zu vergrößern. Alter, seitdem ist alles geil und das habe ich auch da erst gecheckt. Dass Leute, die im 9-to-5 festhängen, dann auch immer zu mir mit Aussagen gekommen sind, oh, ich war fast glücklich gewesen. Ja, das sind fast glücklich gewesen. Da hat sie von mir gesagt, wurde gekündigt, damals guter Job bei Allianz gehabt und so, wurde gekündigt und sagt dann, ja, ich war fast glücklich gewesen. Sag ich, du wärst nie glücklich gewesen, weil irgendwas hat ja anscheinend nicht gepasst. Also das ist so, ich bin super krass entspannt und glücklich und das ist alles cool. Und selbst wenn ich mal ein bisschen kränke oder mal die Kohle knapp ist oder irgendwas, bin ich trotzdem ein entspannter, glücklicher Mensch, weil ich hab Bock, nächsten Tag aufzustehen. Ja, weil die Frage ist ja auch, macht denn Geld überhaupt glücklich? Und im Endeffekt, ja, viele, ja, aber viele Leute, das hattest du mir auch erzählt. Sorgen. Naja, ja. Aber weiß ich, es gibt Leute, die haben einen Job, der super gut bezahlt ist, aber fucken auf ihren Job an. Ab. Ja. Aber das kann, Alter, dann mache ich doch lieber einen Job, der nicht so gut bezahlt ist, aber dann aber bockt er mich, dass ich nächsten Tag aufstehe und sage... erwiesen, bis 10.000 Euro, das ist die Grenze, oder war mal die Grenze, jetzt inflationär vielleicht schon sogar ein bisschen mehr. Das ist die Grenze, bis wann Geld glücklich macht, also monatlich. Ja. Danach ist davon nichts mehr zu merken, Mann, weil du kannst dir alles leisten, so klar nicht in dem Ultraluxus leben, aber du kannst dir alles leisten ohne Probleme. Und an dem Punkt, da will man schon sein, also da will ich auch auf jeden Fall... stabil dann auch stehen. Und das gehört auch zum Glücklichsein, denke ich, irgendwie dazu. Naja, aber du würdest ja nicht alles dafür tun. Sonst würdest du ja diesen Job jetzt hier nicht machen. Nee. Sonst könntest man sollte schon den glücklichsten Weg finden, um da hinzukommen, sozusagen. Ja. Weil Geld kann man mit allem verdienen, wenn es darum geht. Also du kannst mit allem Geld verdienen. Dann mach das, was dir am meisten Spaß macht und du wirst auch safe damit Geld verdienen können. Ja, richtig. Ja, auf jeden Fall. Man kennt das ja von Leuten, die auch, manchmal schlägt in dieselbe Kerbe, finde ich, die dann sagen, ja, sie finden keine Arbeit oder weiß ich was. Wo ich mir auch sage, na Arbeit, ich finde immer Arbeit. Ja, Mann. Also ich bin mein Leben lang selbstständig, aber ich finde immer Arbeit. Ich finde immer irgendwo was zu tun. Entweder wo die Kohle stimmt, ich nicht so Bock drauf habe, aber dann stimmt die Kohle, dann mache ich das für eine kurze Zeit so. Oder da stimmt die Kohle vielleicht nicht ganz so, aber das erfüllt mich und ich habe Spaß dran und das bockt mich. So. Und ja, safe. Ja, Glück ist ein schwieriges Wort, glaube ich. Ja, definiert auch halt jeder für sich selber. Ja, ja, na, zum Schluss ist ja jedes Wort eine Definition. Ne, du kannst das anders verstehen als... Ich finde zum Beispiel, Glück ist, wenn man ganz viele Sorgen hat und sich dann so wie von alleine alles auflöst. Die Sorgen, die man hatte. Und dann ist das ein glücklicher Moment sozusagen. Na, das ist dann ein Glück im Sinne von... Glück, Kleeblatt-Glück. Ja. Ah, ja, okay. Ja, ja. So und so was passiert mir sehr häufig, muss ich sagen. Da bin ich ein sehr glücklicher Mensch, was so was angeht. Die meisten Probleme machst du ja auch nur da oben so. Das ist ganz oft. Aber da sind wir auch wieder bei diesem Karma-Thema. Ich sag dir hundertprozentig, das hat damit zu tun. Es gibt Leute, die ziehen ja auch, da hörst du immer wieder, jedes Mal, ja, das ist scheiße, das. Und die rutschen von einer Scheiße in die nächste. Das hat mit... auch mit dem Denken zu tun, was man hat, auch das, wie man das ausspricht. Weil wenn wir jeder so eine Mindset-Coach sein. Ja, ja, ja. Positives Denken! Manifestierung! Ja, du bist der Beste! Schaka! Ja, richtig. Aber ey, zum Schluss ist das so. Baby. Wenn du dir bestimmte Sachen halt, ne, quasi da dein Fokus ja nicht drauf setzt, dann ziehst du auch die Scheiße nicht an. Oder sie interessiert dich nicht so doll. Ja.
So, und dann bist du ja auch insgesamt entspannter und dadurch dann glücklicher und weiß ich was. Und siehst ja dann auch die glücklichen Sachen im Leben. Und kannst dich daran erfreuen, dass, weiß ich, Frühling wird und die Blumen wachsen. Weil du endlich wieder Allergie kriegst, oder? Ja, ja. Naja, aber ja, weißt du, so ist es. Im Sommer werde ich auch drauf abkacken, dass wieder die Allergiescheiße kommt. Aber erstmal denke ich mir, ja geil, im Sommer wieder im Keller sitzen, richtig geil. Ja, genau, das hier mal schön kühl und draußen Schweine heiß. Ja, richtig, richtig, richtig. Ja, also so an sich habe ich für mich in meinem Kopf jetzt alles klären können. Habt ihr noch eine schöne Geschichte mir zu erzählen? Oder dir dort draußen, du, der da hinten sitzt? Ich bin ja jetzt umgezogen und ich bin ja so ein Mützensammler. Ja. Und hab so ganz viele Mützen und die hingen ja immer ewig bei mir an der Wand. Und die eine Mütze, die ich bestimmt 5-6 Jahre nicht bewegt habe, habe ich dann so von der Wand abgehangen. Und dann war da so was drin. Und sah erst aus wie Kacke. als wenn da ein kleiner Hund drin gekackt hätte. Und dann wieder an die Wand gehangen. Okay. So, nein, so. Du hast in der WG gewohnt, ne? Ja, ja. Und das war auch voll trocken und so. Und dann, hast du gekostet? Und dann habe ich das so über das Waschbecken und hab das so im Waschbecken so ausgekippt. Und dann war das ein Kokon von irgendeiner Raupe oder Motte oder irgendwas, aber vertrocknet. Also, ach krass. Die hat komplett sich da schon einmal komplett entpuppt, Alter. Ja, Mann, und das war wirklich so groß, faustgroß quasi, ja, aber wie so Kackwürste sah das aus halt. Ja, als wenn krass da irgendwie ein Tier drin gekackt hätte, aber das war ein Kokon von irgendeinem Insekt, was sich in der Mütze quasi verpuppt, ja, hat. Und, oder mehrere, das müssten ja, also jede Kackwurst muss quasi in so ein Kokon gewesen sein. Und dann ist das halt im Waschbecken, weil übelst trocken und ist dann auseinandergebrochen. Und dann waren da so kleine rote, wie so Raupen oder so. Aber die waren da noch drin, ist nicht geschlüpft. Die waren da noch drin. Ach krass. Oha. Hast du rausgekriegt, was das war? Nee, ich habe das dann im Waschbecken runtergespielt. Ich habe nicht mal ein Foto gemacht oder so. Jetzt im Nachhinein bereut, das hätte ich mal machen sollen. Aber ja, es sah anscheinend wie Kacke aus, dann macht man da kein Foto, ja, davon. Deswegen, genau, genau deswegen. Warum denn nicht? Und dann erst als in dem Waschbecken lag, habe ich gesehen, das ist ja keine Kacke. Aber auch, wie soll denn da Kacke in meine Mützen kommen, die an der Wand hängen? Du hast in der WG gewohnt. Ja, ja. Ich wiederhole es. Da gibt es öfter mal Leute in Berlin, die kacken sie in der Hand und packen mit. Das war eine sehr weirde Situation, die ich da hatte. Ja, glaube ich. Und fand ich irgendwie witzig. Ja, krass. Bei Insekten fällt mir ein, wir hatten ein Fikus war das, glaube ich, oder so, bei uns im Garten zu stehen. Und da waren überall so wie Rehköttel drin. Aber wirklich nur in dem Topf drin. Ja, ja. Und alle Blätter waren abgefressen. Und dann schon gewundert, hä, da kommt doch kein Reh an, frisst die Blätter an, dreht sich um und kackt nur in den Topf drin. Der war ja nicht drumherum, sondern nur in den Topf drin. Und uns gewundert, was das ist, was das ist. Und dann zum Schluss haben wir gesehen, so riesengroße Raupen vom Nachtschwärmer. Übelst große Raupen, die haben das halt alle weggefressen. Und das war die Kacke von denen. Und das war die Kacke von denen. Alter, krass. Richtig krass. Und dann habe ich die alle abgesammelt, in ein Glas drin gemacht. So, und die wollten wir eigentlich meinem Bruder geben zum Angeln, dass er damit angeln kann. Und dann meiner Oma das erzählt und gezeigt. Und meine Oma so, gib das bloß nicht, dein Bruder. Der lässt die nur wieder frei. Seinen grünen Daumen. Der lässt die nur wieder frei. Ja, ja. Aber das war übel krass, weil erstmal dachte ich, Alter, wie kann das sein? Die sind schon krasse Viecher, Alter. Ja, Mann. Ja. Übrigens, die Frage hatte ich auch, ne? Welches ist das euer Lieblingsinsekt? Ich hatte mal so eine riesengroße Schrecke auf dem Arm. Ja. In so einem, weiß ich nicht, Naturkundemuseum oder so, waren so Insektenausstellungen. Und das fand ich mega geil, weil ich da das erste Mal gepeilt habe, dass das ja auch nicht einfach nur so ein Ding ist, sondern ein Lebewesen, weil das hat man nicht streichelt und dann hat das richtig so den Rücken bewegt und das hat das geil gefunden auf jeden Fall. Und das hat so ein ganz komisches, eigenartiges, das ist schon mal Vogel bei euch auf dem Arm gelandet? Ja, ja, ja. Das ist doch auch so, dass du denkst, hey, das kann niemals so leicht sein. Ja, ja. Weißt du? Ja, ja, und bei dem war das auch so, das hat sich wie, weiß ich nicht, wie ein Hauch von nichts an dem. Ein Hauch von nichts, aber du hast es schon gemerkt, so in deinen Haaren mehr oder weniger auf dem Arm. Das fand ich super geil, da war ich richtig Respekt vor den Dingen. Was ist dein Lieblingsinsekt? Oder anders formuliert, welches Insekt wärt ihr gerne? Wenn ihr ein Insekt. Eine weibliche Gottesanbieterin. Die finde ich geil. Alter. Die machen so Kampfbewegungen. Und die sind so wie Karatefighter auch. Und die fressen alles. Und die machen alles platt, Alter. Ich will, glaube ich, auch eine krasse Spinne, weil die leben schön lange. Die haben so einen geilen Aufgabe, das schön sich da zurechtzubauen. Egal, die darf auch, ist eine Schnecke eigentlich eher, weil die schön langsam ist. Und kann dann schön zu Hause. Zu Hause, also zu Hause immer bei. Ja, ja, ja. Schnecke wäre auch geil. Und aber ist eine Schnecke ein Insekt? Weiß ich nicht. Aber ein Viech halt. Ich glaube nicht, dass es ein Insekt ist. Was ist Schnecke denn für ein Viech dann? Eine Schnecke, glaube ich.
Ist das extra so wie Spinnen? Spinnen ist ja eigentlich auch kein Insekt. Echt? Nee, Spinnen ist Spinnen. Spinnen ist Spinnen. Okay, Mann, dann sag mir erst, was ein Insekt ist, bevor ich jetzt sehe. Scheiß auf Lene. Ja. Sechs Beine. Sechs. Darf nur sechs. Ist nur sechs Beine haben, ja? Okay. Ja. Sechs Beine und hat halt ein Außenskelett. Ja, genau. Ah, okay. Das definiert eins, glaube ich. Dann wäre eine Hornisse. Hornissen sind geil. Hornissen sind wirklich geil. Ja, Mann, die sind übelst geil. Dadurch könnte schon mal eine Schnecke kein Insekt sein. Ja. Hat kein Außenskelett. Ja, doch, keine sechs Beine. Vielleicht zählt das Haus als Außenskelett. Ja. So, auf jeden Fall wollte ich noch eine Story erzählen, ja, weil wir ja bei Haustieren waren. Eigentlich auch eine traurige Geschichte, aber ist eine geile Geschichte auf jeden Fall. Kommt ich in der Schulzeit so, was weiß ich, 11. Klasse oder so. Ich komme in eine Schülerin und mein Banknachbar damals, übelst so weinende, also gläserne Augen gehabt. So, weißt du? Ich sage, hey, was ist denn mit dir passiert? Du siehst richtig scheiße aus. Ja, alle meine Haustiere sind tot. Und der hatte halt eine Katze und zwei Hunde. Alle meine Haustiere. Ja. Und ich so, hey, was ist denn mit dir passiert? Da muss ja übrigens, keine Ahnung, irgendwas passiert sein. Apokalypse, so, Haus auch gebrannt. Ja. Nee, und ja, das war so. Also so ist die Nachstellung quasi die der Sager. Ereignisse, die man sich dann so da herleiten konnte, ja, an den Sachen, die man so gefunden hat. Also die müssen irgendwie miteinander einen Molly gehabt haben, auf jeden Fall. Die Tiere? Ja, ja, genau. Was weil müssen die gehabt haben? Einen Molly miteinander. Die hatten Stress, Mann. Ah, ja. Mach mir jetzt kein Molly mit mir. So, Alter, heißt es, Molly haben? Ich habe doch nur aus dem Zusammenhang mir erklärt. Okay, na, ich... Ja, hätte ja auch was anderes sein können. Egal jetzt. Das, so redet die Jugend von heute. Also, ja, Molly, die hatten halt Molly miteinander. Ja. Einen Streit, ja, miteinander. Die haben sich gestritten. Die haben sie gezankt. Genau. So, haben sich gezankt. Und dann hat der eine Hund die Katze gebissen. Dann kam Blut. Dann hat der andere Hund extrem Blut gerochen, so. Und hat die Katze gefressen. So, nachdem der andere Hund gesehen hat, boah, krass, der hat die Katze weggefressen, jetzt bin ich aber auch richtig auf 180, hat dieser Hund den anderen Hund gefressen und ist dann wegen den ganzen Knochen im Magen verreckt. Was? Und die nächsten Tag mit dem zum Tierarzt, die ganze Wohnstube sah aus wie ein Ultraschlachtfeld. Was? Ja, und sind dann mit dem Hund zum Tierarzt und der musste eingeschläfert werden, weil er zu viel Knochen im Magen hat. Die haben sich jahrelang gut verstanden, die drei. Da muss doch irgendwas anderes passiert sein. Die haben da schon welche Drogen da liegen lassen oder so. Alter. Ja, wer weiß, war schon eine komische Familie auf jeden Fall. Aber voll gewitzt krass. Das ist schon krass. Da fällt mir ein, komische Familie. Sein Vater, das ist Refelde-Story. Das ist ja, Refelde Arzt. Ach so, na dann. Ja, so, na, dann erklärt sein alles. Vater hat jahrelang Stress mit dem Nachbarn gehabt und ich wusste immer nicht warum. Und dann kam ich da irgendwann mal an und dann haben die sich halt so richtig atzenmäßig Tag gesagt und so. Und dann sag ich, hey, was ist dir vorgefallen? Da verstehen die sich jetzt wieder und so. Und sagt er, ja, ja, die haben das alles geklärt. Und dann der Vater, ja, ja, so ist das halt. Hat er mir eine Sense in den Rücken gehauen und dann ein Jahr später versteht man sie wieder. Was hat der gemacht? Dann hat er sein Shirt ausgezogen. Dann hat er hier auf dem Rücken so eine lange Narbe gehabt, weil er ihm die Sense in die Schulter gehackt hat, der Nachbar. Und ein Jahr später haben die wieder zusammen gesoffen am Zaun. Ja. Oh Mann, Dorf. Die, Alter, das ist richtig Dorf. Also nochmal die Frage, Ultradorf oder? Ja. Ich bin immer noch bei Dorf, Leute mit der Sense weghauen, hätte ich schon mal Bock drauf. Also wenn man sich einig ist und so, wenn du zu Newton Tony hört, dann kann man sich auf sowas einstellen, finde ich auch. Ja. Wenn man weiß, okay, der kommt mit der Sense, dann ist man vorbereitet, aber so unvorbereitet. Und hat einen Rasenmäher. Ja, ja, so unvorbereitet ist sowas schon schwierig. Mhm. Aber wenn wir jetzt bei Haustieren sind, ich habe noch, und dann würde ich die gleich noch, sonst vergesse ich das wieder. Mir ist ja früher mal eine Schildkröte zugelaufen. Ich bin ja auch Refelder. Eine Schildkröte zugelaufen? Ohne Scheiß. Ich habe ja im Wald gewohnt. Wem läuft denn eine Schildkröte? Ich habe im Wald gewohnt. War die vom Nachbarn? Ich bin spazieren gegangen mit meinem Hund und dann lief da eine verfickte Landschildkröte durch den Wald. Krass. Wo ich mir dachte, wie groß? So. Also schon was Größeres? Ja, ja. Also krass. So, also größer als meine Hand auf jeden Fall. So ein heimisches Viech? Also, die gibt ja nicht mehr, aber die gab ja früher auch hier solche. Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich mein Leben lang im Wald gewohnt und habe nie eine Schildkröte gesehen. Also die lief da, die muss entweder irgendwo weggelaufen sein, der die hatte, oder einer hat die ausgesetzt oder irgendwie sowas. So, jedenfalls habe ich die mitgenommen nach Hause und er hatte ja auch einen Hund und eine Katze. Und dann haben wir da richtig so ein Terrarium, wir hatten einen großen Garten, so Terrarium baut mit einem Teich und einem Pipapo, wo das Ding wohnen konnte und so. Und dann bin ich in Ferienlager gefahren. Also ich war noch ein Kind zu der Zeit, bin ich in Ferienlager gefahren. Meine Schwester ist auch mit in Ferienlager gefahren. Und als wir wieder kamen, hieß es, die ist weggerannt. Die ist abgehauen. Auf jeden Fall gerannt. Und die war richtig schnell, Alter. Für eine Schildkröte war die wirklich schnell. So richtig schnell. Hab ich schon gehört, die war gut am Rennen, Alter. Schildkröten sozusagen, weil du denkst, die sind so langsam. Jedenfalls, ich und meine Schwester, traurig gewesen und alle gut.
Und irgendwann so 20 Jahre später, 25 Jahre später, auf irgendeinem Familienfest, sitzt mein Vater mit einem Bierchen in der Hand und hier und so, ruft so, ah, wisst ihr noch, Kinder, als der Hund die Schildkröte gefressen hat? Und ich und meine Schwester kicken uns so an, nee, Vater, wissen wir nicht, erzähl mal. Und dann hat der Hund wohl irgendwie einfach die Schildkröte gefressen und hat drauf rumgekaut wie so ein Knochen und dann war die halt tot. Und meine Eltern waren das, wollten uns das nicht sagen, dass der Hund, den wir auch geliebt haben, wie abgöttisch, dass der die Schildkröte fressen hat. Die Schildkröte ist jetzt auf einer Farm. Ja, ja. So, und, aber wisst ihr noch, als der Hund die Schildkröte gefressen hat? Nee, wissen wir nicht. Ja, das ist so meine Haustier-Story mit den fressenden Tieren. Ich hab noch eine Haustier-Story. Unsere Katze damals, Mr. Meats hieß die. Mr. Meats, Alter, geil, cooler Name. Ja, ja, Mr. Meats war der Nachkömmling oder die Katze danach. Vorher hatten wir Meatsy. Meatsy war die krasseste Katze, die dich quasi... Meine hieß übrigens auch Meatsy. Ja, ja, die dich begrüßt hat. Du bist auf so ein Grundstück gekommen, dann kam die an, hat dich erhauen und ist wieder weggerannt. Aber Mr. Meats war auch ein korrekter Typ, so. Und der wurde leider vom Auto angefahren. Und ist gestorben. Unser Nachbar hat die dann... quasi im Müllsack uns vor die Tür liegt und ihr sagt, ey, ja, ist gestorben. Hier ist die. Ja, ja, naja, in dem Sinne ist es ja vernünftig. Weil dann sonst hat die Katze passiert. Immer die Vögel vor die Tür liegt und jetzt hat er der Nachbar die Katze. Und jedenfalls, ganz klar, meine Aufgabe, das Viech vergraben. So. Und war ja natürlich traurig und weiß nicht mehr, weil die angefahren worden ist, hat ein Auge rausgekickt. Und weil das ja dann schon ein bisschen her war, war das Viech auch schon steif. So, dann hat ein Loch gebuddelt. Und wollte Mr. Meats da reinpacken und stelle dann fest, beim Reinmachen... Das Loch ist zu klein. Das Loch ist zu klein. Und er hat halt mit einem Auge mich noch so angeguckt. Oh, die Schwanzkörper. Es war wirklich sehr hart. Da musste ich ihn mal rausnehmen, größer buddeln. Und ich dachte, jetzt kommt der Henk von früher. Ich dachte, einfach so ein bisschen klein gemacht. Ich bin viel zu faul, um ein Loch größer zu machen. Nee, das habe ich schon gemacht. Aber mit dem Spaten, da habe ich mal eine Maus... die Klippe von Meatsy gefangen worden ist und Rückgrat gebrochen und die war nicht mehr und war klar, die wird nicht mehr, hat aber noch gelebt und ich dachte mir, gut, ersparst du dem armen Tier das Leiden und hab einen Spaten genommen und hab aber leider nicht schwungvoll genug zugehauen und dann war halt so eine Schädeldecke wurde halt dann einmal abgeschnitten. Um die schönen lustigen schöne Ende. Der war doch schon wieder. Genau. Außer ihr wollt noch was Lustiges erzählen, wenn ihr noch was kennt. Nee, das war doch mega lustig. Genau. Ja, für mit dem offenen Schädel jetzt am Ende vor allen Dingen. Ja, ja, oder der Schildkröte. Ja. Oder. Aber das war, also im Nachhinein war das natürlich mega lustig, aber in dem Moment für die Schildkröte nicht. Nee. Gut, ja, Freunde, abonniert den Channel. Das richtig. Schön, richtig. Dass ihr wieder da wart. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem du. Du solltest auf jeden Fall den Channel abonnieren. Oder du. Nee, du. Ja, nicht du jetzt, sondern was Henk meinte. Genau. Also in dem Sinne, ich würde gerne nochmal eure Hand schütteln zum Abschied. Es war mir jedes Mal vergessen, wir sind ja auch Musiker. Es kommt bald Musik von Offa raus. Von genau. Ansonsten checkt auf dem Kanal noch die anderen Sachen, Musikvideos, anderen Quatsch, den wir gemacht haben. Wir sehen uns. Bis bald. Sehen wir später. Bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht, ein Like und ein Abo dazu lassen. Tschüss. C'est un temps immémorial de faire votre connaissance. Y'a toi, Henk, Zafrio et Offa B.